Hallo und herzlich willkommen hier zu Gamestalk TV. Ist immer was anderes, denn ich habe, weil ich mich um unsere Internetseite ein bisschen kümmere, diesmal einen Kommentar gesehen. Ich habe jetzt hier am anderen Bildschirm, habe ich eine Nachricht gesehen und da hat uns ein Zuschauer gefragt sogar, das hatten wir auch noch nie, weil wir haben ja nicht so viele Zuschauer, hat gesagt hier, hallo ihr beiden, ich schaue mir schon seit ein paar Monaten Videos hier an, also auf Internetseite, nicht YouTube, meint er damit. Glaube ich, denke ich mal. Ich bin sehr gut mit euch unterhalten. Da ihr nur kleine YouTuber seid, würde mich trotzdem ein paar Dinge interessieren und habe mir Fragen für euch überlegt. Leider konnte ich nicht bei YouTube schreiben, da ich keinen Account habe. Ist ja auch, ehrlich gesagt, nicht so schwer, einen Account anzulegen, ne? Ich hoffe, es geht aber auch so. Also es ist erstmal nicht so schwer, einen Account bei YouTube anzulegen, aber du kannst natürlich auch und man kann natürlich auch bei uns auf der Internetseite Fragen stellen. Das ist kein Problem für die Leute, die dann auch später Fragen stellen wollen. Ich klicke mal mein Mikrofon, da sieht man mein Mikrofon so ein bisschen mehr. Und ich klappe mal an. Ja. Also, der hat ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich werde das natürlich alle so ein bisschen schneiden. Ich mache es jetzt mit Webcam auf Gamestalk TV Art natürlich. Erstmal Dankeschön, dass du Fragen für dich überlegt hast, das ist natürlich nett. Ja, es stimmt, wir sind kleine YouTuber und uns fragen nicht viele Leute nach irgendwas. Deshalb finde ich es so bemerkenswert, dass trotzdem jemand mal fragt. Das finde ich schön. Dankeschön. Jonas heißt er übrigens, steht hier. Jonas. Kann ich jetzt, glaube ich, nicht zeigen. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, ich fange mal an. Ingo Viva kann ja dann auch noch ein Video machen, wenn er Lust hat. Das ist ja kein Problem. Machen wir einfach mal so. Meine Haare sehen heute so ein bisschen komisch aus. Ich war gerade duschen, deshalb ist das so. Ich habe auch keine Brille auf. Wo ist die eigentlich? Hier, aber ich kann es natürlich auch so machen. Warte. Wenn es einmal ist, dann ist es einmal. Die ist jetzt ein bisschen beschlagen. Ist jetzt egal. Nee, lass ich mal lieber. Okay, die erste Frage. Welches ist euer Lieblingsspiel? Muss kein Let's Play sein, in Klammern. Ich glaube, Zuschauer, die schon von Anfang an zuschauen würden, gucken sein, die wüssten es bei mir auf jeden Fall. Mein absolutes Lieblingsspiel, was schon immer seit Jahren ist, ist The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ich weiß nicht wieso, ich finde es einfach, die Welt ist cool da drin, ich finde es ein bisschen besser als Skyrim, macht einfach Spaß da rumzulaufen und ich habe es so oft schon durchgespielt und ich habe es natürlich auch Let's Play, ich habe die Add-ons gemacht, ich werde natürlich auch noch das letzte Add-on, oh jetzt habe ich meinen Kopf, das sieht auch behindert aus, ich habe natürlich die Addons gemacht, das nächste Addon Shivering Isles, das werde ich natürlich auch noch Let's Playen und dann gibt es noch eine Totalkonversion, das ist eine Modifikation, die mache ich natürlich dann auch noch, die werde ich aber noch nicht verraten, also The Elder Scrolls 4 Oblivion, bestes Spiel überhaupt, muss ich sagen. PC oder Konsole? Zweite Frage, PC oder Konsole? Da ist eigentlich auch meine Antwort gleich, weil wir sind schon seit Jahren PC-Spieler. Wir haben zwar eine Xbox, machen natürlich auch Let's Plays mit Xbox jetzt. Aber PC, Grafik finde ich bei PC meistens besser. Man kann besser spielen als mit dem Controller. Tut mir leid, PC ist einfach am besten. Drittens, Battlefield oder COD? Ja. Battlefield von der Grafik her und von dem Spielerischen, wie dass man Häuser zerstören kann und sowas halt. Und storymäßig Battlefield? Weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, wirklich nicht. Ich glaube, beides. Beides. Welches Spiel würdet ihr nie mehr spielen? Jetzt ist halt die Frage, wie meint er das? Let's Playen oder normal spielen? Ne? So. Da wir durchs Let's Playen ja auch nicht mehr so oft spielen am PC, ne? Ich sag einfach mal, was ich nie spielen würde mehr. Das habe ich mal früher mir gekauft, da war ich noch ein bisschen jünger. Und das ist Sherlock Holmes, das Geheimnis des silbernen Ohrrings. Ne, nie wieder. Ich hab's so oft versucht, aber tut mir leid, das, nee,
Oh, das ist eine schöne Frage. Welches Equipment benutzt ihr? Erstmal die Kopfhörer. Wir haben von Logitech die G35. Die sind cool, da kann man nämlich hier einstellen. Und wenn man das runter macht hier, den Mikro, dann ist es an. Mache ich jetzt nicht, aber man kann es so machen. So, und man hört nichts. Ist schön um die Ohren. Richtig gute Kopfhörer, muss ich sagen. Mikrofon haben wir von T-Bone, das SC450, glaube ich, ist das, ja. 450 USB. Schönes Membranmikrofon. Kann ich auch nur empfehlen für Leute, die noch nicht so viel Geld haben. Mischpult hatte ich eigentlich auch, aber da kann man das nicht anschließen. Ist natürlich so. Was noch? PC? Xbox-Konsole. Und da natürlich für die Elgato Game Capture. Die hat Ingo Wieber auch Unboxing von gemacht. Könnt ihr euch angucken. Dann. Was noch? Fraps und Bandicam. Weil bei manchen Spielen geht Bandicam nicht, bei manchen Spielen geht Fraps nicht. Deshalb immer sowas halt. Was noch? Ingo Viva nimmt, glaube ich, Outer City zum Bearbeiten. Ich selber noch nicht, weil ich. Nee. Und zum Bildbearbeiten kann man auch sagen, nehmen wir GIMP. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt Photoshop dafür. Man kann auch mit GIMP einfach ganz normale Sachen bearbeiten. Geht auch gut. Schaffen wir. Was noch? Für die Sendung haben wir eine Kamera. Eine Digitalkamera. Nächste Frage 6. Wollt ihr mal große YouTuber werden? Natürlich will jeder mal groß werden. Man muss da eine Sache bedenken, dass man nicht die ganze Zeit als kleiner YouTuber sagen soll, ich will berühmt werden, ich will unbedingt das Geld verdienen. Das sollte man nicht sagen, weil dann verliert man, glaube ich, schnell die Lust, falls man keine Klicks kriegt und sowas halt. Und wir sind einfach so, wir. Natürlich wird man gerne mal groß, ne? Was heißt groß? Ich will jetzt nicht unbedingt so eine Größe haben wie so ein Gronkh oder so, aber so ein paar tausend Abonnenten wären schon schön. Ja, wäre ich gerne, aber nicht zu extrem, ne? Würde aber, glaube ich, jeder YouTuber sagen. Siebtens, was macht ihr neben dem Let's Playen, weil es doch zeitaufwendig ist? Oder habt ihr Zeit? Nein. Also ich habe Zeit. Ingo Viva hat nicht so viel Zeit, der ist ja Koch. Das wird euch alles selber noch sagen, das ist kein Problem. Ich selber, was mache ich neben den Let's Playen? Ich spiele Gitarre. Ja. Und mache im Moment mein Praktikum in einem Kindergarten. Ich will gerne Erzieher werden. Das ist irgendwie. Ich will es gerne werden. Ne? Jetzt kommen wahrscheinlich Kommentare. Erzieher. Nein, ich will es gerne werden. Was noch? Irgendwie war und ich haben mal Baseball gespielt. Aber Zeit. Aber also ich habe Zeit, weil ich früh Feierabend habe. Irgendwie war natürlich nicht so. Ne? Frage beendet. Zack. Wie lange wollt ihr noch Let's Playen? Solange es geht. Neuntens. Was würdet ihr zu Projekten mit anderen YouTubern sagen? Ja, also wenn es mal Projekte geben, wir haben selbst schon mal nachgedacht. Ich war ja mal in einem Livestream mit dabei von anderen Kollegen, die kennen wir. Also ist auch in der Seite, bei YouTube-Seite sind die auch verlinkt. Da war ich im Livestream mit dabei. Und so Projekte auch gerne. Minecraft, irgendwas, was wir mal Bock haben. DayZ, alles, was geht. Und die letzte Frage, was bringt die Zukunft bei euch? Mehr. Nee, was bringt die zu? Das wissen wir selbst nicht so genau. Wir entscheiden ja sehr spontan, was wir alles so Let's Playen und so. Ich kann ja sagen, was bei mir vielleicht bringt. Also ich werde auf jeden Fall, im Moment habe ich Doom am Laufen. Danach, keine Ahnung. Das entscheide ich spontan. Also ich weiß es selber nicht. Das können wir nicht so ganz. Wir wollen einfach weitermachen. Ne? So, dann hat die noch geschrieben. So, das war's erstmal. Ich hoffe, ihr werdet diese Fragen beantworten, denn das würde mich sehr interessieren. Bitteschön. Haben wir doch gerne gemacht und ja, dann würde ich sagen, war's das auch schon wieder.
War mal schön, Fragen zu beantworten. Also, war nett. Also, wenn man Fragen hat, sofort Fragen und dann auf einmal noch 10 Fragen. Kann man mal machen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim Let's Play. Tschüss.